Hallo, willkommen zurück. Ich bin Braket. Das hier ist Gordon Freemans Sicht und in seiner Hand, das ist Susi. Wir haben gerade zwei Pumpen angestellt, die nötig sind, den Reaktor anzustellen, der nötig ist, um in den Lambda-Komplex zu kommen. Schlussendlich, ich habe ganz wenig Munition, merke ich gerade. Ich hoffe, das wird mich nicht aufhalten. Was haben wir denn hier? Hallo. Und vorbei. Bleib stehen, damit ich dich erschießen kann, du unfreundlicher Bösewicht. Wollen wir mal runterfahren? Scheint der richtige Weg zu sein. Denn sonst... Oder hochfahren? Wollen wir mal hochfahren? Ja, scheint der richtige Weg zu sein, denn sonst wären hier wohl kaum Gegner aufgetaucht. Die Tür ist noch verschlossen. Ich habe viel Munition für meine Energiewaffen. Das heißt, die werde ich dann doch wohl mal benutzen. Die Tür da oben ist zu. Ja. Keine Chance. Es ist eine Weile her, seitdem ich das letzte Mal gespielt habe. Also es wird wahrscheinlich ein bisschen dauern, bis ich mich wieder eingespielt habe. Aber anscheinend sind hier oben alle Türen zu. Das heißt, ich gehe mal weiter nach unten und gucke, ob ich und vielleicht irgendetwas machen kann. Machen muss noch. Viel besser gesagt. Hier war ich bestimmt schon. Ja, das kommt mir doch alles sehr bekannt vor. Von hier kam ich, ja? Von hier kam ich. Wo muss ich hin? Ich gehe mal wieder in Richtung der Gegner. Das heißt, hier nach unten, ja. Das heißt, ich falle jetzt hier runter, ohne Schaden zu nehmen. Wunderbar, hätte ich nicht gedacht. Hätte ich wirklich nicht gedacht. Und schau mal, hier unten waren Gegner. Warum wart ihr hier? Was habt ihr beschützt? Was kann ich hier treiben? Da, ich gehe in die Tür rein. Vielleicht komme ich von hier. Ich bin mir ziemlich sicher, ich komme von hier. Ja, mit dem Sprinklersystem und der beschädigten Wand, das kommt mir doch alles sehr bekannt vor. Hier war ich schon mal. Ja, nichtsdestotrotz, das könnte durchaus der Weg sein, den ich gehen muss. Hoffentlich. Schönes Wasser, ja. Habe ich glaube ich schon mal gesagt, aber das Wasser finde ich gut, ja. Das Wasser macht mich richtig, naja. Glücklich. Okay, das sieht doch schon mal ganz gut aus eigentlich. Ja, hier sind auf jeden Fall Monster. Dann wollen wir mal die Waffe aufladen. Und euch aus dem Weg räumen. Ja. Okay. Definitiv. Irgendetwas läuft hier ab. Wir haben alles angemacht. Wir haben den Tank voll. Beide Tanks voll. Beide Pumpen an. Alles in Ordnung. Oh, Lambda-Komplex. Ein... Ja, Reaktorkomplex. Okay. Da kann ich nicht dran drehen. Dann gehe ich einfach mal in den einzigen Weg, den ich hier sehe. Nämlich hier lang. Tust du weh? Nee, zum Glück nicht. Hilfszugang zum Reaktor und die Wartungsstation. Dann gehe ich doch mal in die Richtung. Der Behelfs- oder Hilfszugang ist bestimmt der, der dafür zuständig ist, dass ich den Reaktor anmachen kann. Oh, keinerlei Sachen in den Kisten. Wie schade. Das sieht ja schon mal gut aus und mit gut meine ich gar nicht gut. Oh, hallo. Und mach's gut. Ah! Lasst mich in Frieden. Ich brauche dringend Helf! Ah, da oben. Okay, voll vorbei. Voll vorbei. Und ein Volltreffer. So wie bei dir. Okay, ich bin tot. Nein, wie kann das sein? Fürchterlich, ich hoffe, da war irgendwo ein Autosave auf dem Weg. Oh, noch besser. Noch besser. Jetzt kann ich mich ja vorbereiten. Wo ist die Gluon-Gun? Gluon-Gun, es ist dein großer... Upsa. Dein großer Moment. Die ist einfach nur geil. Ja, die ist einfach nur geil. Besser geht's nicht. Besser... Upsala. Geht es nicht. Hey. Und dich.
Mach's gut. Oh, keinerlei Munition mehr. Das ging verdammt schnell. Das ging schnell. Wieso kann der so schnell schießen und ich nicht? Unfair, unfair. Nimm das. Okay, ich muss jetzt trotzdem aufpassen. Das ist hart. Hier sind gerade zwei Leute gespawnt, oder? Da der eine? Ah, hallo. In den Sack! Nochmal. Zwei Schüsse. Fürchterlich. Also ich gehe schon nach einem auf den Boden. Garantiert. Ja. Oh. Da oben ist einer. Der darf auf keinen Fall auf mich schießen. Oder nur ganz, ganz wenig. Wo ist ein Medipack? Ich brauche ein Medipack. Oder Bullet Time oder irgendwie sowas. Okay. Okay, gerade so. Gerade so. Aber ich bleibe bei meiner Forderung nach einem Medipack. Ah, danke. Danke, danke, danke. Noch eins. Na komm. Zweites Medipack für mich. Bitte. Bitte, 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 bitte. Ja, betteln, betteln hilft nicht. Das ist Half-Life hier. Und ja, anscheinend hilft betteln wirklich nicht. Sonst wären hier auch wahrscheinlich keinerlei Wissenschaftler gestorben. Keinerlei Wissenschaftler gestorben, wenn betteln helfen würde. So. Nichts. Gar nichts. Hm. Uiuiui, ich habe ja echt keinerlei Munition mehr. Susi, du bist meine letzte Hoffnung. Mal schauen, muss ich da runter? Oder sollte ich erst hier hoch? Ich gehe erst mal hier hoch. Vielleicht ist hier oben ja ein Medipack. Okay. Ja, ja, ich gehe erst mal da hoch, genau. Das ist überhaupt keine Plattform. Ich bin enttäuscht. So, wo ist denn hier? Hier ist doch bestimmt irgendwo noch ein Medipack oder was ähnliches wie ein Medipack. Hier, das wäre doch der perfekte Ort, Medipacks zu verstecken. Falls Leute wie ich dumm sind und reinfallen. Also ich gehe nochmal hoch, guck mich oben nochmal kurz um, bevor ich hier unten weitergehe. Weil ich, ja, da komme ich anscheinend nicht hoch. Da komme ich da hoch. Auf diesen Turm? Irgendwo von irgendeiner Seite? Was ist, wenn ich hier hochhüpfe? Nee. Hallo? Du bist doch da bestimmt aus dem Grund, damit ich da hochkomme. Mal gucken. Das ist doch schon fast was. Okay, und ich bin hier. Dann schauen wir mal, was auf diesem Turm ist. Muss ja was Gutes sein, sonst hätten sie es nicht so versteckt. Also das kann ich nicht benutzen. Ah, hallo. Vielen Dank für die Schilde. Das war absolut notwendig. So, da oben drauf komme ich nicht. Das heißt, ich muss tatsächlich da runterhüpfen. Wünscht mir Glück, Nase zu halten, Füße zusammen und nach oben gucken. Ja. Okay, hier gibt es auf jeden Fall einen Eingang. Da will ich dann also mal rein. Auf geht's. Okay. Ich hoffe, das ist der richtige Weg. Luft holen ist hier nämlich nicht. Wo bin ich? Oh oh. Wo bin ich? Komm, komm, schneller. Gordon, Gordon. Gordon! Ui, okay. Okay. Also, neuer Versuch. Voller Geschwindigkeit hier rein. Ich glaube, ich komme ab irgendeinem Punkt einfach nicht mehr weiter. Zumindest sieht es komplett so aus, als würde ich auf der Stelle schwimmen. Ja, sieht nur so aus. Es sieht nur so aus. Ich war einfach nur nicht mutig genug. Das braucht meine komplette Luft. Ich habe noch 9 von 100 jetzt, um hierher zu schwimmen. Ja. Okay. Radiation Hazard, da will ich nicht unbedingt rein, nein. Ich möchte dann doch schon hier irgendwo. Na komm. Lass mich auf das. Ja, so ist doch. So ist brav. Komm, Gordon. Hoch hier.
Wir haben hier oben wichtige Sachen zu tun. Zum Beispiel in diesem Rädchen zu drehen. Hm. Oder auch nicht. Anscheinend muss ich weiter schwimmen. Warum nur? Was habt ihr nur gegen mich? Oh, cool. Ich bin im Reaktor, oder? Ich bin im Reaktor. Ich frag mich, was für ein Reaktor? Wahrscheinlich irgendein exotischer Energiereaktor. Der ganz besonderen Art. Sieht auf jeden Fall sehr geil aus. Gut, dass ich hochgeguckt habe. Sieht sehr, sehr geil aus. Wie in Star Trek der Warpkern, nur ein bisschen größer. Und anscheinend sehr radioaktiv. Schauen wir doch mal. Ja, High Radiation Area. Ich soll Sonnenbrillen anziehen und Kopfhörer. Ja, Mickey Mäuse sozusagen. Hier kann ich aber auch wieder nichts machen. Ich hoffe nur, die werfen mir keine Gegner entgegen. Es wäre doch der perfekte Ort für eine Erste-Hilfe-Station hier, oder? Da haben die Architekten wieder mal nicht dran gedacht. An die Alien-Invasion denken die immer nicht. Oh, hallo, Kontrollraum. Sehr gefährlich mit dem Drehstuhl hier. Und mach's gut. Ist sowieso total offline, der ganze Raum. Hier kann ich nichts machen. Was haben wir da? Kann ich nicht lesen. Kann ich leider nicht lesen. Geh mal links hoch. Okay, ich höre euch. Stirb! Es sind ganz viele von denen hier. Ich nehme am besten mal Susi raus. Susi braucht nur einen Schuss, wenn ich mich recht erinnere. Ha! Besonders von hinten. Ha! Meine Lieblingstaktik. Ja. Da geht's weiter hoch. Das gefällt mir. Hier kann ich nichts machen wieder. Dann gehen wir weiter hoch. Warum nicht? Der Ort, wo die ganzen Gegner herkommen, kann nicht der komplett falsche sein. Munition! Perfekt. Munition für was? Für mein Maschinengewehr? Okay. Nehme ich natürlich. Schrotflintenmunition wäre mir eine Ecke lieber gewesen, aber ich nehme, was ich kriegen kann mittlerweile. Okay, geh mal höher. Ich habe nichts zu verlieren, außer mein Leben. Hallo, Schrotflintenmunition. Hier muss ich bestimmt wieder irgendwas für tun, für diesen Schalter und die Munition hier. Ah, wunderbar. Wunderbar. Ich denke, den Schalter legen wir erst in der nächsten Folge um. Vielen Dank fürs Zuschauen. Mach's gut.